Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 9, Beratung der Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der Militärmission der Europäischen Union als Beitrag zur Ausbildung der malischen Streitkräfte EUTM Mali. Über die Beschlussempfehlung werden wir später namentlich abstimmen. Nach einer interfraktionellen Vereinbarung sind für die Aussprache 38 Minuten vorgesehen. Ich höre keinen Widerspruch. Dann ist das so beschlossen. Ich eröffne die Aussprache. Ich erteile als erste Rednerin der Kollegin Dr. Daniela de Ridder, SPD-Fraktion, das Wort. Und bitte auch hier Kollege Ruppert und andere, die kleinen Schwätzchen einzustellen und der Rednerin zu lauschen. Vielen Dank, Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich auf Mali schaue, im Übrigen eines der ärmsten Länder dieser Erde, dann mischt sich bei mir immer große Sorge, aber auch viel Hoffnung. Und besonders beeindruckt hat mich das Projekt Friedensgarten in Timbuktu. Bei diesem Projekt handelt es sich um ein Vorhaben, das insbesondere von der Welthungerhilfe, das nämlich unter dem Titel Peace Garden läuft, ein Projekt, das vor allem durch Frauen lebt. Hier arbeiten Frauen aus ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen zusammen und sie versuchen, einen Garten für das Leben mitten in der Wüste zu schaffen. Und vor allem schaffen sie Frieden. Unter der Beteiligung von 42 ganz unterschiedlichen Frauenorganisationen wird dieser Garten dem Anbau von Bohnen, Salat, roter Beete oder auch Tomaten gewidmet. Was soll ich Ihnen sagen, wenn Sie auf diesen Garten schauen? Dann, und das können Sie hoffentlich nachvollziehen, dann öffnet sich mein Herz. Und diese Erzeugnisse werden dann auf dem Markt in Timbuktu angeboten und verschaffen den Frauen und ihren Gemeinschaften eben eine Lebensgrundlage. Darauf können Sie sehr stolz sein. Und wir sollten das, liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Ihnen sein. Das verpflichtet uns aber auch zu Ihrer Unterstützung und mehr noch. Wir sollten dieses Projekt schützen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Denn in Mali kommt es immer wieder zu gewaltsamen Auseinandersetzungen. Auf der einen Seite kämpfen die überwiegend noch nomadisch lebenden Tuareg, die von der Viehzucht leben. Auf der anderen Seite sind das mehr oder weniger die sesshaften schwarzafrikanischen Bauern. Und das Wiederaufflammen der bewaffneten Konflikte im Jahre 2012 hat in der Tat viele Menschenleben gekostet. Der massive Konflikt dort zog auch zunehmend radikal islamistische Gruppen an. Und das ist mit ein Grund, warum sich Deutschland an diesen militärischen Unterstützungen in Mali beteiligt, eben um diesen blutigen Konflikt zu befrieden. Zur Präzision, wir haben eben über MINUSMA gesprochen. Ich will noch mal deutlich machen, was EUTM Mali hier leisten kann. Das ist nämlich eine Beratungs- und Trainingsmission, um die G5-Sahelstaaten zu unterstützen. Dort sind 620 Personen aus 25 Staaten im Einsatz. Maximal von unserer Seite stellen wir dort 350 Soldatinnen und Soldaten aus Deutschland. Und ich will auch eine Erfolgsmeldung liefern, weil das in diesen Zeiten für Mali so notwendig ist. Bisher sind dort nämlich 13.000 Angehörige der malischen Streitkräfte ausgebildet worden. Und dafür, liebe Kolleginnen und Kollegen, gehört den dort stationierten Soldatinnen und Soldaten unser tiefer Dank. Das Beispiel des Friedensgartens zeigt aber auch, dass wir nicht nur eine Verpflichtung auf der Grundlage des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen haben. Nein, es geht viel weiter. Es geht nämlich im Falle dieser Ausbildungsmission darum, dass wir ein krisengebeuteltes Land entsprechend stabilisieren und dass die Menschen in Mali mit unserer Unterstützung auch ein selbstbestimmtes Leben führen können sollten. Und ja, wir können das keineswegs nur durch militärisches Engagement leisten. Und deshalb braucht es hier auch einen ressortübergreifenden Ansatz. Aber auch das militärische Engagement ist ein ganz wesentlicher Ansatz in unseren Leitlinien, die da heißen, Krisen verhindern, Konflikte bewältigen und Frieden fördern. Und ich will noch mal deutlich machen, dass es zwei Aspekte sind, die bei der Verlängerung dieses Mandates eine zentrale Rolle spielen. Es geht bei dieser Ausbildungsmission nicht nur darum, im Sicherheitsbereich tätig zu werden, es geht auch
und darüber hinaus um eine Vermittlung von Grundwerten und Menschenrechten und um die Frage der Demilitarisierung und der Demobilisierung und auch der Wiedereingliederung. Das ist so wichtig an dieser Stelle. Auch in dieser Komplexität müssen wir dies begreifen. Und deshalb darf ich Sie, liebe Kolleginnen und Kollegen, im Namen der SPD-Fraktion um die Unterstützung für dieses Mandat und vor allem für die Menschen in Mali bitten. Vielen Dank. Vielen Dank. Als nächster Redner erhält für die AfD-Fraktion der Kollege Gerold Otten das Wort. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Die Bundesregierung macht es sich sehr einfach mit den beiden Mandaten für Mali. Sie möchte die Zustimmung des Bundestags, auch um unseren Soldaten den Rücken zu stärken. Denn, so konnte man in der ersten Lesung hören, man zeige die Bereitschaft Deutschlands zur Übernahme von Verantwortung in der Welt. Und dort sei schließlich auch die Armee der Europäer im Entstehen. Meine Damen und Herren, die Regierung spricht hier wie so oft von Friedens- oder Stabilisierungsmissionen, weil sie den eigentlichen Zweck von Streitkräften nicht zu verstehen scheint. Unsere Verantwortung gilt aber zuallererst unseren Soldaten, die von uns in den Einsatz geschickt werden. In einen Einsatz, der Gefahren für Leib und Leben beinhaltet. Dieses Risiko muss durch das Ziel und auch durch die Wahl der Mittel gerechtfertigt sein. Aber trotz Milliardenbeträgen der Weltgemeinschaft, trotz des vernetzten Ansatzes und trotz des deutschen Engagements verschlechtert sich die Sicherheitslage in Mali deutlich. Woran liegt das und welche Schlüsse ziehen wir daraus? Der eigentliche Grund der deutschen Präsenz, der Konflikt zwischen den Tuareg und der Regierung von Mali, ruht gegenwärtig. Die Wiederwahl Keitas mit Zustimmung der nordmalischen Eliten ist ein deutlicher Beweis. Dies ist dem Einsatz und dem Geld der Weltgemeinschaft zu verdanken. Doch anstelle des alten Konflikts sind zwei neue getreten. Der interethnische Konflikt von Milizen gegen bestimmte Volksgruppen und ein asymmetrischer Krieg von islamischen Dschihadisten gegen die Regierung und ihre Unterstützer. Die Lösung des interethnischen Krieges ist eine klare Aufgabe der Regierung, doch die ist eher Teil des Problems. Ich erinnere hier nur an das Massaker von Ouagadougou im März des Jahres. Ich frage Sie, wozu verfolgt die Regierung Keita Kriegsverbrechen? Wo Übergriffe auf die Zivilbevölkerung? Wo zeigt sich die Bereitschaft der Regierung, ihrer Pflicht gegenüber allen Bevölkerungsgruppen Malis nachzukommen? Ist doch eher zu befürchten, dass der interethnische Konflikt sowie das Verhalten der Regierung und der Sicherheitskräfte den Dschihadisten weiter in die Hände spielt. Dadurch kann der vielfach beschworene, vernetzte Ansatz kaum Wirkung entfalten. Das alles konterkariert die Bemühungen der Weltgemeinschaft. Es konterkariert auch die deutschen Bemühungen. Schlimmer noch, Dschihadisten ist ihr Leben ebenso egal wie das ihrer potenziellen Ziele. Und zu diesen zählen auch nun deutsche Soldaten der Trainingsmission. Das hat der Anschlag auf das Lager Kulikuru gezeigt. Und genau dort, in Kulikuru, werden malische Sicherheitskräfte weiter ausgebildet. Da sind MINUSMA und EUTM-Mali nicht voneinander zu trennen. Es ist auch eine Folge der Verschärfung der Sicherheitslage. Ich sehe aber keine Reaktion der Bundesregierung. Stattdessen weiter Floskeln und weiteres Durchwurschteln wie bisher. Wenn wir den militant-politischen Islam in Mali bekämpfen wollen, dann hilft keine Symbolpolitik. Eine kluge politische Führung weiß, wann und welchen Mitteln militärisches Engagement sinnvoll ist und wann nicht. Die Bundesregierung will aber immer nur irgendwie dabei sein. Der Trainingsmission selber wird unverändert festgehalten. Sie soll ja auch dazu dienen, so heißt es, dass die Malis ihre Sicherheit irgendwann selbst in die Hände nehmen können. Das klingt zunächst gut. Aber ich frage Sie, glauben Sie denn wirklich, dass in Schnellkursen ausgebildete malische Soldaten das schaffen, woran in der Vergangenheit selbst moderne Armeen gescheitert sind? Kissinger hat mal dazu gesagt, irreguläre gewinnen, wenn sie nicht verlieren, aber reguläre verlieren, wenn sie nicht gewinnen. Da passen Stimmen ins Bild, die bereits jetzt vor einer Afghanistanisierung Malis warnen, nämlich den schnell fortschreitenden Kontrollverlust über weite Teile des Landes und eine sich ständig verschärfende Sicherheitslage. Daher verbarrikadieren sich die malischen Sicherheitskräfte zunehmend in ihren Stützpunkten. Alles genau wie in Afghanistan. Bohrt man aber tiefer, wie wir es mit der Kleinen Anfrage getan haben, erfährt man Erstaunliches über IOTM Mali. Die Bundesregierung weiß nicht, wie viele malische Soldaten von unseren Soldaten ausgebildet wurden. Es steht eine grob gerundete Zahl von 10.000 hier im Raum. Sie kann auch keine Aussagen über den Ausbildungserfolg treffen. Wo die Soldaten nach ihrer Ausbildung angesetzt werden, Fehlanzeige.
Aber sie weiß zumindest, dass im Durchschnitt nur 2 von 3 geplanten Lehrgängen durchgeführt werden. Wenn man sich aber mit den Malis selber nicht ganz so sicher sein kann, gibt es auch Kurse im humanitären Völkerrecht und über Menschenrechte. Das beruhigt vielleicht ihr schlechtes Gewissen, hat aber mit der Lebenswirklichkeit in Mali nichts zu tun. Eine Überprüfung des Mandats muss also zu folgendem Schluss kommen. Wenn das Ausbildungsziel der Trainingsmission nicht überprüfbar ist, wenn sogar die Gefahr besteht, dass durch unsere Trainingsmission zweifelhafte Banden unterstützt werden, dann sollten wir unsere Ressourcen sparen und sinnvoller einsetzen. Wenn man will, dass CATER seine Reformversprechen endlich einlöst und allen Volksgruppen in Mali Sicherheit garantiert, dann stellen Sie den deutschen Anteil oder besser die ganze Trainingsmission in Frage. Dann werden wir sehen, welchen Wert er unserem Einsatz beimisst, und nur so verstärken wir den politischen Druck auf ihn. Und um das geschehen zu lassen, lehnen wir den Antrag der Bundesregierung ab. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Otten. Bevor ich der nächsten Rednerin das Wort erteile, gebe ich das von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelte Ergebnis der namentlichen Abstimmung bekannt über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses, dritter Ausschuss, zu dem Antrag der Bundesregierung, Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der multidimensionalen integrierten Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in Mali, MINUSMA, Drucksachen 19.8972 und 19.9932. Abgegebene Stimmen 641, mit Ja haben gestimmt 486, mit Nein haben gestimmt 153, Enthaltungen 2. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Und nun, liebe Kolleginnen und Kollegen, lauschen wir den Worten der Kollegin Ursula Groden-Kranich, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Soldatinnen und Soldaten, liebe Gäste. Im vergangenen Jahr habe ich zum ersten Mal an der Soldatenwallfahrt in Lourdes teilgenommen und habe dort viele Gespräche mit Soldatinnen und Soldaten auch aus anderen Ländern geführt. Auch darüber, was es bedeutet, in Auslandseinsätzen zu dienen. Körperlich, psychisch, für die Familien, für das Miteinander in der Truppe. Und diese Gespräche habe ich auch in einer der Kasernen meines Wahlkreises, der Comines-Kaserne, aus der viele Soldatinnen und Soldaten in Auslandseinsätze berufen werden, geführt, und sie haben mich sehr bewegt. Und ich möchte auch heute die Gelegenheit nutzen und diesen Männern und Frauen danken. Danke an unsere Soldatinnen und Soldaten für alles, was sie in Mali und an allen anderen Auslandsstandorten leisten, für die dortige Bevölkerung und genauso auch für uns alle hier, die wir ein ganz unmittelbares Interesse an einem stabilen Afrika haben. Ich habe den Soldatinnen und Soldaten damals versprochen, ich werde bei allen Abstimmungen zu Bundeswehrmandaten an diese Begegnungen mich erinnern. Und wo immer ich kann, dazu beitragen, dass Sie unsere Unterstützung haben, die Unterstützung des deutschen Parlaments, dass Sie in diese schwierigen Missionen schickt. Applaus. Bundeskanzlerin Merkel war erst kürzlich in Mali und sie hat noch einmal bestätigt, dass Mali und die Länder der Region enorm auf unsere Hilfe angewiesen sind. Und wir wollen so weit stabilisieren, dass die Region irgendwann aus eigener Kraft Sicherheit herstellen und bewahren kann. Dies umso mehr, als völlig klar ist, dass dort im Gegensatz zu anderen internationalen Schauplätzen die Hauptlast bei der EU liegt und auch weiterhin liegen wird. Die USA zeigen hier nicht den Hauch von Interesse, Verantwortung zu übernehmen. Das müssen wir Europäer alleine hinkriegen. Und in Mali, in einer nicht immer ganz einfachen, aber ganz wichtigen Zusammenarbeit, ganz intensiv mit unseren französischen Freunden. Worum geht es uns bei EUTM Mali? Was sind dort die Aufgaben unserer Bundeswehr? Im März 2015 wurde in Mali das auf 4 Jahre ausgelegte Streitkräfteplanungsgesetz erlassen. Und wir haben maßgeblich daran gewirkt, dieses Gesetz mit Leben zu füllen. Mit EUTM Mali ergänzen wir die Mission MINUSMA, über die wir gerade gesprochen haben. Der Schwerpunkt liegt aber jetzt bei der Ausbildung der malischen Streitkräfte, damit sie zukünftig die Kontrolle über ihr Staatsgebiet und darüber hinaus ausüben können.
Die EU unterstützt die gemeinsame Einsatztruppe der G5-Sahelstaaten, weil wir nur mit einem regionalen Ansatz gegen Terrorismus und grenzüberschreitende Kriminalität weiterkommen können. Zudem ist es ein wichtiges Ziel, irreguläre Migration zu begrenzen und den Schleppern in Afrika keine neue Fluchtroute zu eröffnen. Seit 2015 hat es an vielen Stellen Fortschritte gegeben. Klar ist aber, dass die malischen Streitkräfte zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht so weit sind, Operationen eigenständig zu planen und durchzuführen. Wenn unser bisheriger Einsatz also Sinn machen und nachhaltig wirken soll, müssen wir den Einsatz unserer Soldatinnen und Soldaten verlängern, damit sie weiter am Aufbau von selbstständigen und funktionierenden malischen Streitkräften mitwirken können. Ja, es stimmt. Und auch Bundeskanzlerin Merkel hat es bei ihrem letzten Aufenthalt wieder bestätigt. Mali ist momentan die gefährlichste Mission der Bundeswehr. Gerade deswegen die dringende Bitte, unsere Soldatinnen und Soldaten bestmöglich auszustatten und damit die möglichen Gefahren so kalkulierbar und gering wie irgend möglich zu halten. Was nicht geht, mehr Stabilität in Afrika wollen, Fluchtursachen bekämpfen wollen, Teil eines starken Europas in der Welt sein wollen, aber gleichzeitig immer vor Verteidigungsausgaben zurückzuschrecken und die Gefährlichkeit von Auslandseinsätzen beklagen. Das ist verantwortungslos. Ich habe den Soldatinnen und Soldaten in Lourdes versprochen, an sie zu denken und im Parlament für ihre Sache zu werben. Und daher bitte ich Sie nun herzlich, dem Antrag und der Fortsetzung von EUTM in Mali zuzustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner spricht zu uns der Kollege Ulrich Lechte, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, werte Gäste. Die Entscheidung über die Beteiligung an beiden Mali-Missionen war diesmal nicht leicht. In der Beratung in den Ausschüssen konnten wir zwar über einige Schwierigkeiten sprechen, aber nicht alle kritischen Punkte ausräumen. Die Sicherheitslage verschlechtert sich, und das gilt jetzt nicht mehr nur für den Norden, sondern wie schon berichtet, leider auch für Zentralmali. Da ist natürlich die Frage berechtigt, was wir denn mit unserer Ausbildungsmission seit 2013 erreicht haben. Wir haben ca. 13.000 Soldaten der malischen Armee ausgebildet, heißt es. Das ist ja schön. Aber was können die denn nun? Welche militärischen Fähigkeiten haben sie? Und wie sieht es mit der Achtung der Menschenrechte aus? Denn auch das sind Ausbildungsinhalte, die wir dort unterrichten. Die Bundesregierung konnte diese Fragen nicht zufriedenstellend beantworten. Wir haben keinen Überblick. Und das, obwohl wir den Missionskommandeur stellen. Aber wie sollten wir auch einen Überblick haben? Nach einem mehrwöchigen Training werden die Absolventen ohne internationale Berater in die Unruheprovinzen im Zentrum und Norden des Landes verlegt. Wir wissen aber nicht genau, wohin. Somit sind auch mögliche Erfolge unserer Ausbildung nur schwer überprüfbar. Aber angesichts der Sicherheitslage kann man vermuten, dass alleine das Training nicht ausreicht. Was wäre zu tun? Es hat sich gezeigt, dass die malischen Soldaten meist dann erfolgreicher operieren, wenn sie durch internationale Kräfte im Feld begleitet und angeleitet werden. Das machen zwar die Franzosen, aber wir nicht. Warum nicht? Die Resolution 2423 des UNO-Sicherheitsrats vom 2018 sieht ausdrücklich gemeinsame Operationen mit der Armee von Mali sowie einsatzbegleitende Unterstützung und Mentoring vor. Diese Resolution wird sowohl in unserem MINUSMA-Mandatstext als auch bei EUTM erwähnt. Aber warum haben wir diese Möglichkeit aus dem UNO-Mandat nicht in unsere Bundestagsmandate übernommen? Diese Frage konnte mir die Bundesregierung ebenfalls nicht zufriedenstellend beantworten. Eine solch einsatzbegleitende Unterstützung würde übrigens auch ganz eindeutig ein Mandat des Bundestags erfordern. Bei dem EUTM-Mandat, so wie es jetzt vorliegt, bin ich mir seit Kurzem aber nicht mehr so sicher.
Der Werbeauftragte, gerade eben war er noch da, musste wohl zum Telefonieren nach draußen. Hans-Peter Bartels hat am Dienstag meines Erachtens zu Recht kritisiert, dass die Mission Gazelle im Niger ohne Beteiligung des Bundestags beschlossen wurde. Darauf hat die Regierung geantwortet, dass diese Mission unterhalb der Mandatsschwelle liege, weil es nur eine Ausbildungsmission ist und eine Verwicklung in Kampfhandlungen unwahrscheinlich sei. Ja, gilt denn das Gleiche auch nicht für EUTM Mali dann? Was sind genau die Kriterien, ab wann uns die Regierung einen Auslandseinsatz zur Mandatierung vorlegt? Auch das konnte die Bundesregierung im Auswärtigen Ausschuss nicht zufriedenstellend beantworten. Hier besteht Handlungsbedarf. Wir brauchen eine klare Abgrenzung, übrigens für uns alle hier im Raum, zwischen zustimmungspflichtigen Mandaten und Missionen auf Geheiß des Verteidigungsministeriums. Und unseren Soldaten sind wir Rechtssicherheit schuldig, meine Damen und Herren. Trotz unserer Bedenken werden die Freien Demokraten dem Mandat zustimmen. Wir wollen den Streit zwischen Regierung, Werbeauftragten und unserem Parlament nicht auf dem Rücken unserer Soldaten austragen. Die machen nämlich in Mali und Niger eine hervorragende Arbeit, obwohl sie unter einer so schlechten und uninformierten Regierung dienen müssen und auch leiden müssen. Dafür bedanke ich mich bei unseren tapferen Soldatinnen und Soldaten und vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank, Herr Kollege Lechte. Als nächster Redner hat der Kollege Stefan Liebisch, Fraktion Die Linke, das Wort. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren! Wenn Sie in den nächsten Wochen in Ihren Wahlkreisen zu Hause erklären müssen, dass der größte Auslandseinsatz der Bundeswehr 5000 Kilometer entfernt im westafrikanischen Mali stattfindet, dann kann es sein, dass Sie mit zwei Fragen konfrontiert werden, nämlich erstens, warum ist die Bundeswehr eigentlich dort? Und zweitens, wie läuft es eigentlich? Zur ersten Frage hat die Bundeskanzlerin sich im letzten Sommer vor Kommandeuren der Bundeswehr geäußert. Sie sagte, und ich zitiere hier, wie die Dinge gehen: Erst habe es terroristische Attacken in Frankreich gegeben, dann habe Paris eine Art Bündnisfall ausgerufen und um Hilfe gebeten, und plötzlich sind wir in Afrika. Genau so war es. Zwar hat Frankreich damals eher Hilfe im Kampf gegen den IS in Syrien erhofft, und Mali hat auch nichts mit dem Terroranschlag in Paris zu tun, aber egal. Frank-Walter Steinmeier hat am Beginn seiner zweiten Amtszeit als Außenminister im Jahr 2013 gesagt, es ginge nicht länger, dass Frankreich sich nur um Afrika kümmert und Deutschland nur um Osteuropa. Allerdings haben die französischen Interessen in Frankreich eine koloniale Geschichte und eine Tradition der militärischen Durchsetzung wirtschaftlicher Interessen. Ich finde, dazu sollten wir lieber Abstand halten. Wie läuft eigentlich der Einsatz? Ich habe mir mal den Spaß gemacht, auf der offiziellen Seite von EUTM Mali nachzuschauen. Wir können das gerne auch tun. Dort gibt es einen zweiminütigen Film, eine Diashow mit glücklichen malischen und EU-Soldaten. Dazu die Slogans: One goal, together, to train, united. Toll. Das Leben in Mali ist leider kein Werbefilm. Die Sicherheitslage, wir haben es von vielen Rednern gehört, wird schlechter. Der Friedensprozess kommt nicht voran. Und wir haben es mit einem ernsten Dilemma zu tun. Zwar kann die Europäische Union und auch die Bundeswehr die malische Armee ausbilden, aber wir können nicht entscheiden, was die malische Armee tut und wie sie es tut. So berichtet die UNO, dass malische Soldaten auf einem Wochenmarkt in Boulikessi 12 Menschen ohne Verfahren und oder willkürlich getötet hat. Schon zuvor haben UN-Ermittler über ähnliche Vorkommnisse berichtet. Malische Soldaten hätten Häuser angezündet, Zivilisten gekidnappt und erschossen, hieß es. Außerdem wird zu 44 Fällen von außergerichtlichen Hinrichtungen durch malische Soldaten ermittelt. Wenn die Bundeswehr Soldaten ausbildet, die so handeln, dann trägt auch Deutschland Mitverantwortung für deren Opfer. Das dürfen wir nicht zulassen. Und wenn die malische Regierung Einsätze anordnet von der Bundeswehr ausgebildeter Soldaten und diese Einsätze den Friedensprozess eher zurückwerfen als voranbringen, dann können wir als Bundestag auch nichts dagegen tun und tragen doch auch Verantwortung für Konsequenzen. Und genauso ist es geschehen. Dem können wir doch nicht zustimmen.
Angela Merkel hat mal gesagt, wir haben die Erfahrung gemacht, dass deutsche Soldaten in Mali gut sind, aber am allerbesten, wenn sie zur Ausbildung der malischen Soldaten eingesetzt werden. Dahinter schwingt so eine Idee mit, nämlich dass man mit reinen Ausbildungsmissionen irgendwie Verantwortung zeigt, ohne tatsächlich Verantwortung zu übernehmen. Diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Wenn es schief geht, dann stecken wir mittendrin. Das darf so nicht bleiben. Anknüpfend an den Kollegen Lechte, allerdings mit einer anderen Konsequenz, will ich auch noch mal auf das aktuelle Beispiel zu sprechen kommen. Das, was wir hier jetzt diskutieren und entscheiden, ist kein exekutiver Einsatz. Die Soldaten sind nicht berechtigt, Kampfhandlungen durchzuführen oder die malische Armee zu begleiten. Sie dürfen Waffen tragen, nur zum Selbstschutz. Trotzdem diskutieren wir hier darüber und entscheiden darüber und verleihen so ein Mandat für diesen Einsatz. Ich finde den Vorwurf des Wehrbeauftragten des Deutschen Bundestages total berechtigt, dass genau das Gleiche in Niger auch passiert. Die Soldaten sollen dort ausbilden, müssen sich zum Selbstschutz bewaffnen, weil die Lage so gefährlich ist. Und hier im Deutschen Bundestag wird nicht darüber diskutiert und entschieden. Ein selbstbewusstes Parlament müsste das Parlamentsbeteiligungsgesetz an dieser Stelle klarstellen und nicht, Herr Lechte, die Regierung bitten, anders zu handeln. Wir werden zu diesem Vorstoß Nein sagen und zu dem Mandat insgesamt auch. Herzlichen Dank, Herr Kollege Liebig. Als nächste Rednerin erhält das Wort die Kollegin Agnieszka Brugger, Bündnis 90 Die Grünen, das Wort. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Ausbildung von Streitkräften ist und muss auch so viel mehr sein, als nur militärische Fertigkeiten zu trainieren oder Streitkräfte auszurüsten. Wer ausbildet, ja, der trägt eine Mitverantwortung dafür, was die Streitkräfte dann mit ihren erworbenen Fähigkeiten im Anschluss tun. Und es sind sehr, sehr klare Reaktionen gegenüber der malischen Regierung angesagt, wenn es zu so fürchterlichen Vorfällen kommt, wie dem, wo die 12 Zivilisten durch die malische Armee auf dem Viehmarkt getötet worden sind. Bei solchen schrecklichen Ereignissen muss die Bundesregierung viel entschlossener reagieren. Sie dürfen hier nicht wegschauen und Sie müssen da auch die richtigen Schlussfolgerungen rausziehen. Das bedeutet zum Beispiel, sorgen Sie dafür, dass Ausbildungsinhalte im Bereich der Menschenrechte, des humanitären Völkerrechts noch mehr ausgebaut werden und auch politisch ein größeres Gewicht bekommen. Meine Damen und Herren, niemand will aber, dass sich die Angriffe von Islamisten und die Übergriffe auf die Zivilbevölkerung wiederholen, die wir 2012 beobachten mussten. Es ist von zentraler Bedeutung für die Menschen in Mali, dass es irgendwann Sicherheitskräfte gibt, die sie vor Gewalt und Terror schützen. Sicherheitskräfte, die gut ausgebildet wurden und denen die Menschen vertrauen können. Es war auch von Anfang an klar, dass diese Mission kein einfaches Unterfangen sein würde. Berechtigte Kritik darf dann eben aber auch nicht in besserwisserischer Schwarzmalerei enden. Und es wäre keine kluge Entscheidung, jetzt in Mali einfach hinzuwerfen. Das würde den Menschen dort auch nicht helfen. Das Ziel der Mission bleibt ja richtig. Verantwortungsbewusste malische Sicherheitskräfte, die einer starken politischen Kontrolle unterliegen, in denen früher verfeindete Gruppen der Gesellschaft gemeinsam für mehr Sicherheit für die Menschen in Mali sorgen. Und deshalb werden wir Grüne dem Mandat heute wieder mit großer Mehrheit zustimmen. Aber lassen Sie mich auch in Richtung der Bundesregierung eins ganz deutlich sagen. Das ist keine Selbstverständlichkeit und das ist auch nicht in Stein gemeißelt. Eine erfolgreiche Ausbildung gibt es nur, wenn es auch umfassende, nachhaltige Reformen des Sicherheitssektors gibt. Und dazu gehören Verbesserungen auch bei der Polizei, bei der Justiz und bei der Bekämpfung von Korruption. Und meine Damen und Herren, der Erfolg dieser Ausbildungsbemühungen, der hängt auch sehr davon ab, ob es endlich Fortschritte im Friedens- und Versöhnungsprozess gibt, bei dem Mandat, das wir auch vorher hier beraten haben. Und da hätte ich mir zum Beispiel von der Bundeskanzlerin mehr Klartext bei ihrer Reise nach Mali gewünscht. Meine Damen und Herren, wir Grüne haben auch schon in den vergangenen Mandatsberatungen sowohl zu MINUSMA als auch zu EUTM kritisiert, dass sie 2016 die Ausbildung der Eingreiftruppe der Sahel-G5-Staaten in die Mandate aufgenommen haben. Das beinhaltet Niger, das Tschad, Burkina Faso, Mauretanien und Mali. Und seit Monaten bilden deutsche Streitkräfte nun zusätzlich ohne Bundestagsmandat die nigrischen Spezialeinheiten aus. In einer Grenzregion, in der es immer wieder zu dschihadistischen Angriffen kommt. Und die Reisewarnungen des Auswärtigen Amtes für diesen Teil von Niger, die sprechen einfach Bände. Und wenn es das Risiko gibt,
Deshalb sind die Soldatinnen und Soldaten ja auch bewaffnet. Dass sie dort in bewaffnete Auseinandersetzungen verwickelt werden, dann wäre es richtig und angemessen, wenn es dafür ein Mandat des Deutschen Bundestages gäbe. Und da reicht mir auch nicht die Aufforderung der FDP, dass das Ministerium das mal klären soll, sondern ich finde, gerade wenn wir darüber streiten, gerade wenn wir sagen, das ist vielleicht rechtlich nicht eindeutig, dann muss es, oder einige das so finden, dann muss es doch heißen, bei einer Parlamentsarmee im Zweifel für das Mandat und im Zweifel für das Parlament. Meine Damen und Herren, ich will dazu aber auch noch mal was Inhaltliches sagen. Denn es ist ja bekannt, dass es für die Zukunft Planungen gibt, dass die deutschen Spezialkräfte gemeinsam mit der Armee Operationen durchführen sollen. Wenn es hier zu diesem sogenannten Partnering mit den Spezialkräften kommt, dann wäre das eine gefährliche Rutschbahn weg von Ausbildungsbemühungen hin zu Aufstandsbekämpfung. Und wir reden dann eben von offensiver Terrorbekämpfung. Für uns Grüne ist eine solche Mandatsausweitung eine rote Linie. Und wenn die überschritten wird, dann werden wir diesem Mandat auch nicht mehr zustimmen können. Vielen Dank. Der nächste Redner für die CDU-CSU-Fraktion, der Kollege Thomas Erntl. Herr Präsident, meine Kolleginnen und Kollegen, liebe Soldatinnen und Soldaten. Die Reise unserer Bundeskanzlerin letzte Woche hat Afrika noch mal stärker ins Blickfeld gerückt. Das Wohlergehen Europas ist mit dem unseres Nachbarn Afrika untrennbar verbunden, steht in den afrikapolitischen Leitlinien der Bundesregierung. Von uns erfordert es umfassendes Engagement, zum Beispiel der Marshallplan für Afrika, den unser Entwicklungsminister Gerd Müller vorgelegt hat. Sichtbare Fortschritte in der Entwicklung werden aber oft durch islamistischen Terrorismus, organisierte Kriminalität oder ethnische Auseinandersetzungen gefährdet oder zunichte gemacht. Dabei ist klar, ohne grundlegende Sicherheit gibt es keine Entwicklung und wir sind dabei gefordert. Denn der Sahelzone kommt aus europäischer Sicht eine besondere Bedeutung zu. Deshalb muss deren Stabilität unser zentrales Anliegen sein. Wir können natürlich den Kopf in den Sand stecken, so wie das hier von links und rechts gemacht wird, aber ich glaube nicht, dass das zielführend ist, denn ein stabiles Mali, eine stabile Sahelzone liegt also in unserem, im deutschen und im europäischen Interesse. Wir setzen hier auf einen vernetzten Ansatz. Bundesregierung, EU, Vereinte Nationen, gemeinsam mit weiteren internationalen Partnern wollen die Region nachhaltig stärken und zu eigener Sicherheitsverantwortung führen. Da ist MINUSMA zentral, über das haben wir vorher hier debattiert, unentschieden, und dazu gehört eben auch die Ausbildungsmission EUTM Mali. Mit fast 200 Soldatinnen und Soldaten sind wir hier in dieser Mission der größte Truppensteller, derzeit auch Inhaber des Kommandos. 13.000 Soldaten wurden hier bisher ausgebildet. Unsere Soldatinnen und Soldaten leisten hier herausragende Arbeit und dafür gilt Ihnen von hier aus unser Dank. Diese Mission hat die Europäische Union eingerichtet, auf Bitten der Regierung in Mali, der G5-Staaten. Hier zeigt die EU auch außenpolitische Handlungsfähigkeit. Bei dieser Mission geht es um Ausbildung, Beratung der malischen Sicherheitskräfte und der G5-Sicherheitskräfte in Mali. Das ist im Auftrag, auch im Antrag der Bundesregierung so festgehalten. Auch wenn das eine große Aufgabe, ein langer Weg ist, wir sollten uns nicht entmutigen lassen, denn diese Ausbildungsunterstützung ist notwendig. Die G5-Staaten mit den ärmsten Ländern geben 15%, teilweise 25% des Inlandsprodukts für Streitkräfte und Sicherheit aus. Was das für die Möglichkeiten bedeutet an Investitionen in Bildung, Infrastruktur, Gesundheit, Soziales, muss hier jedem klar sein. Vor dem Hintergrund einer jungen und schnell wachsenden Bevölkerung ist es fatal, und ich sage es noch einmal, ohne Sicherheit gibt es keine Entwicklung. Nur so können Perspektiven für junge Menschen entstehen. Nur so können wir von einem Kontinent der Chancen sprechen, auch wenn es ein weiter Weg ist. Natürlich ist notwendig,
dass die Menschen auch Vertrauen in die eigenen Sicherheitskräfte haben. Deswegen sind Schulungen, und es wurde ja angesprochen, in Menschen- und Völkerrecht nicht umsonst. Das ganze Paket gehört hier dazu. Und natürlich ist notwendig, dass staatliche Autorität im ganzen Land hergestellt wird, terroristische Rückzugsräume bekämpft werden. Das müssen irgendwann die Sicherheitskräfte vor Ort selber leisten. Wir begleiten Mali und die G5-Staaten auf diesem Weg. Und deswegen bitte ich um Zustimmung zur Mandatsverlängerung. Herzlichen Dank. Die Kollegin Cynthia Möller hat das Wort für die SPD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen, schaut man sich in der Welt um, muss man sagen, wir hier in Deutschland haben großes Glück, in einem so stabilen und vergleichsweise so sicheren Gemeinwesen zu leben. Und für dieses hohe Maß an Sicherheit reicht es aber nicht aus, die Hände in den Schoß zu legen, wenn andernorts Stabilität massiv bedroht ist. Denn dann würden wir nur zusehen. Nein, unsere Sicherheit und Stabilität erfordert auch unser Handeln. Das gilt auch mit dem Blick auf unsere Nachbarn Afrika. Denn wenn dort Staaten zerfallen, sich Terrorismus und Konflikte ausbreiten und Menschen zur Flucht gezwungen werden, dann spüren wir die Auswirkungen auch hier bei uns, in Europa und auch in Deutschland. Und daher haben wir neben unserer humanitären Verantwortung ein ureigenes strategisches Interesse an Stabilität und Sicherheit auf dem afrikanischen Kontinent. Es ist daher sehr zu begrüßen, dass sich Deutschland mittlerweile verstärkt in Afrika einbringt. Und es ist gut, dass die Bundesregierung dabei einen klaren Fokus auf die Sahelregion und insbesondere auf Mali legt. Entwicklungszusammenarbeit, humanitäre Hilfe, die Mitwirkung Deutschlands an der Mission der Vereinten Nationen MINUSMA, an der Europäischen Trainingsmission und auch an der Polizeiausbildung EUCAP Sahel in Mali. Deutschland leistet im Land eine ganze Menge. Und gerade die Beteiligung beim EUTM-Einsatz ist so wichtig für die langfristigen Erfolgsaussichten. Denn, haben wir schon gehört, im Rahmen von EUTM Mali hilft die Bundeswehr dabei, die malischen Sicherheitskräfte zu befähigen, Schritt für Schritt selbst für die Sicherheit und Stabilität irgendwann im Land sorgen zu können. Und durch die Ausbildung, Beratung und materielle Unterstützung der gemeinsamen Einsatztruppe der G5-Sahelstaaten im Rahmen dieser Mission wird auch der grenzübergreifende Charakter dieser vieler Sicherheitsbedrohungen in der Sahelregion adressiert. Der EUTM-Einsatz ist damit ein wichtiger Baustein für die nachhaltige Sicherheit in dieser Region. Und er ist, auch das sollte man sich vor den Europawahlen noch einmal vergegenwärtigen, ein starkes Beispiel für gelebte europäische Kooperation in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Und das ist ja das, was wir uns in Europa wünschen, dass wir gemeinsam für unsere Sicherheit einstehen. Durch das internationale Engagement konnten, natürlich nicht nur allein dadurch, sondern auch durch das Engagement und die Arbeit in Mali selber, aber eben auch durch das internationale Engagement konnten in Mali unbestreitbar Erfolge erzielt werden. Die Verabschiedung des Friedensabkommens, die Ausrichtung einer nationalen Versöhnungskonferenz und der Beginn der Integration ehemaliger Kämpfer in die malische Armee sind hier zu nennen. Aber, um es ganz klar zu sagen, es gibt in Mali leider vieles, was uns sorgen muss. Allen voran die Sicherheitslage, die in weiten Teilen des Landes fragil ist und in manchen Regionen sich noch verschlechtert hat. Die Gründe für die Instabilität in Mali sind vielfältig. Konflikte zwischen verschiedenen Volksgruppen und Ethnien, die Ausbreitung islamistischer Terrorgruppen, das Einsickern von Waffen und Milizen aus Libyen, aber auch die grassierende Armut, das hohe Bevölkerungswachstum sind die Faktoren, die die Instabilität befördern. Und es kommt hinzu, dass die politische Lage vor Ort schwierig ist, wie auch der Rücktritt der malischen Regierung vor wenigen Wochen wieder gezeigt hat. Mali ist nun darauf angewiesen, dass die neue Regierung unter Ministerpräsident Cissé die Umsetzung des Friedensabkommens mit neuer Tatkraft vorantreibt. Und Mali hat es aus meiner Sicht verdient, dass die internationale Gemeinschaft Mali oder das Land begleitet auf diesem schwierigen Weg zu Sicherheit und Stabilität. Die europäische Trainingsmission EUTM Mali ist dabei ein unverzichtbares Engagement dieses internationalen Engagements. Und für die Verlängerung des Mandats werbe ich deshalb ausdrücklich. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Der letzte Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Peter Bayer, CDU-CSU-Fraktion.
Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Gemeinsam mit dem Einsatz in Afghanistan ist EUTM Mali der personalintensivste und sicherlich auch einer der gefährlichsten Einsätze der Bundeswehr. Und das machen wir nicht alleine, sondern dieser Einsatz ruht auf den Schultern von 22 EU-Mitgliedstaaten. Und es zeigt, dass es ein Beleg dafür ist, für die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union, dieses eben gemeinsam, auch in schwierigen Missionen, mit militärischen Komponenten das Ganze zu stemmen. Und es wurde ja schon mehrfach in dieser Debatte eingeführt, dass allenthalben sich die Amerikaner, die Vereinigten Staaten von Amerika zurückziehen, global in der Welt. Und deswegen ist es gut, dass die Europäer diese Erfahrung machen. Nun, die Bundeswehr ist dabei Teil des vernetzten Ansatzes der Bundesregierung und des umfassenden internationalen Ansatzes zur Stabilisierung der Region des afrikanischen Kontinents insgesamt. Und der zentrale Auftrag ist und bleibt dabei die Ausbildung und die Beratung der Streitkräfte. Die Bundeswehr leistet damit einen essentiellen Beitrag zur Wiederherstellung der militärischen Fähigkeiten Malis. Und für ihren ehrenvollen und schwierigen Einsatz gilt der Dank von uns allen, den deutschen Soldatinnen und Soldaten. Klar ist aber dabei auch, dass Mali ohne funktionierende Streitkräfte in der Sicherheit akut gefährdet bleibt. EUTM Mali soll die malischen Streitkräfte befähigen, Malis territoriale Integrität zu gewährleisten und ein sicheres Umfeld zu garantieren. Das Ziel der Mission ist, die malischen Soldaten hierbei zu ertüchtigen, selbst Verantwortung für die Sicherheit ihres Landes zu übernehmen. Und das geschieht durch Ausbildung der Streitkräfte, es geschieht durch Beratung des malischen Verteidigungsministeriums und auch durch sanitätsdienstliche Unterstützung. Und auch das wurde schon mehrfach in der Debatte gesagt, dass mittlerweile schon 13.000 malische Soldaten hier ausgebildet worden sind. Dabei ist immer auch wichtig, dass es Teil der Beratungs- und Ausbildungsmission ist, dass es eine Vermittlung von Kenntnissen im humanitären Völkerrecht, bei den Menschenrechten und beim Schutz der Zivilbevölkerung gibt. Wir wollen vermehrt dazu hingehen, zu einer Ausbildung der Ausbilder. Es ist wichtig, irgendwann die Verantwortung komplett an die malische Regierung zu übernehmen. Deutschland stellt, darauf wurde auch schon hingewiesen, mit Brigadegeneral Peter Miro derzeit den Kommandanten. Das Kommando wird im Juni, also im nächsten Monat, an Österreich übergeben. Aber auch dann wird Österreich noch weiterhin auch auf Unterstützungsleistungen Deutschlands angewiesen sein. Meine Damen und Herren, zu Recht ist EUTM Mali eng verzahnt mit der vorhin in der Debatte debattierten MINUSMA-Mission. Es besteht ein gemeinsames Ziel, Mali dauerhaft zu ertüchtigen, selbst für die Sicherheit und Stabilität des Landes zu sorgen und einen der großen Krisenherde Afrikas zu entschärfen. Und an dieser Stelle sei eine kurze Anmerkung erlaubt zu der Kritik an der Ausbildung von Kampfschwimmern. Wir hatten gestern im Auswärtigen Ausschuss eine Schilderung der Bundesregierung gehört. Für uns in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion waren diese Schilderungen und Ausführungen der Bundesregierung schlüssig. Das liegt zum Förderst daran, dass eine Gefahr, dass deutsche Soldatinnen und Soldaten in bewaffnete Konflikte in Niger hineingezogen werden, nicht besteht. Und deswegen ist eine Mandatierung hier nicht erforderlich. Meine Damen und Herren, Islamisten und Rebellengruppen sorgen immer noch für hohe Gefahrenpotenziale in Mali und bedeutet ein permanentes Sicherheitsrisiko. Aber nicht nur für Mali, sondern auch für uns. Die Stichworte heißen Fluchtursachenbekämpfung und Bekämpfung des internationalen Terrorismus. Und dabei bleibt für uns immer unverzichtbar, dass im Mittelpunkt die Sicherheit unserer Soldatinnen und Soldaten stehen muss. Ihnen gebühren die bestmögliche Ausrüstung. Es muss ein sinnvolles Ineinandergreifen der verschiedenen Mandate einhergehen. Und es erfasst auch in die Zukunft gerichtet die Frage, wie wir das Mandat weiterentwickeln wollen, Herr Kollege, und es auch in der Zukunft effektiv gestalten wollen. Und Herr Präsident, der letzte Satz.
Ich wünsche allen Soldatinnen und Soldaten, die dort unter schwersten Bedingungen ihren Dienst tun, eine erfolgreiche Mission und eine gesunde und erfolgreiche Heimkehr. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bayer. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung über die Beschlussempfehlung des Auswärtigen Ausschusses zu dem Antrag der Bundesregierung zur Fortsetzung der Beteiligung bewaffneter Streitkräfte an der Militärmission der Europäischen Union als Beitrag zur Ausbildung der malischen Streitkräfte heute in Mali. Zu dieser Abstimmung liegen mir mehrere persönliche Erklärungen nach § 31 Geschäftsordnung des Deutschen Bundestages vor. Der Ausschuss empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19/933 den Antrag auf Drucksache 19/871 anzunehmen. Wir stimmen über diese Beschlussempfehlung nunmehr namentlich ab und ich bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, die vorgesehenen Plätze einzunehmen. Was haben wir? Opposition fehlt hier vorne an der. Jawohl. Nein, es ist Regierung. Kann nicht sein. Es ist Regierung. Es ist Regierung. So, haben wir alle Urnen besetzt? Opposition fehlt nach wie vor. Opposition fehlt hier vorne, bitte zum Rednerpult ein oppositioneller Schriftführer. Da kommt. Sie kommen. Jawohl. Hammers? Ja. Sehr gut. Vielen Dank. So, dann sind alle Urnen besetzt. Ich eröffne die namentliche Abstimmung über die Beschlussempfehlung.
Ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Hat jeder seine Stimme abgegeben? Jetzt aber zügig. So, ich frage noch mal, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben hat? Was? Hat aber jetzt erledigt, glaube ich. Okay, ist erledigt. Sind wir fertig? Gut, dann hat jeder abgegeben. Ich schließe die Abstimmung. Bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der namentlichen Abstimmung gebe ich Ihnen später bekannt.